Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bausimulator. Sollten wir schon das Dingrippel ausrichten? Noch wieder ein bisschen gießen. Umkommen. Immer. Da war auch Stücke, wo es drin war. Jeder selber Spaß, wenn ich es rückwärts im Kreis bleiben. Den Trick haben wir und das war die Pumpe leer. Ne, ist fertig. Müssen wir den markierten Bereich räumen. Das heißt, klappt die Bohne, klappt zusammen. So, das brauchen wir bestimmt. Stahlblech-Elemente oder irgend sowas. Wenn dann nämlich die Gärtanks hier. So, Silo-Wände stellen. Na gut. Dann heißt ab in den Kran. Und dann stellen wir Silo-Wände. So, das wird die erste Wand. Haben wir schon mal erste Stapel Silo-Wände verbaut.
Wie sagen wir jetzt die letzte Wand vom ersten Stapel am Haken? Und ist doch mal in das runter. Da macht der Schmuh. So, haben wir das erste Stück, habe ich Kreis. Kalten Kaffee. Hier vorne sitzen ist gar nicht so einfach, wenn der Gransenauer steht. Aber krieg mal alles hin.
Gute Idee. Was haben wir? Die BGA. Kommen wir zur Hälfte, ist das Ding bestellt. Mit 2 von 4 Stapeln haben wir ja weg. Dann werden wir den bestimmt noch mal brauchen für die Decke. So. Müsste Hammer stehen. Immer zum Viertel über. Und wieder abwärts. Um die nächste Wand am Haken. Wir gehen jetzt einiges schneller. Ich bin ja nicht mehr so nah an der Basis vom Kran. Und den Drehpunkt. Umso weiter weg ich bin, umso mehr kalt bin ich an der Wendigkeit. Die letzten 5 noch.
Countdown läuft. So wie es schon sagt. Jetzt das Viertel noch. Warum ist denn noch 4? Navigieren das Hinterrad immer am längsten, habe ich mal den Eindruck. So, 3 noch. So, jetzt die Silowand. Ich bin mal gespeichert. Warum auch nicht? Aber weltlich anbringen. Ich glaube, da muss ich erstmal aussteigen dazu. Oh, die erste Verkleidung. Und die zweite Verkleidung. Baustelle räumt, da bitte hängen wir schon mal weg. Ist auch nicht einfach nochmal in. Auch wenn. Gasleitung platzieren. Muss ich mir noch so rumdenken? So, wir fangen hier an. So, aber die Gaspipeline setzen wir dann in der nächsten Folge. Ich komme zum Ende.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.